Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Erik Beschinski und ich werde Ihnen etwas über sichere und fehlertolerante Systeme erzählen. Beginnen werden wir mit den Grundlagen. Dort werde ich Ihnen zunächst ein paar Grundbegriffe erklären und anschließend dazu grundlegend die Fehlertoleranz, Recovery und Redundanz. Im zweiten Abschnitt kommen wir zur Konzeption. Dort erläutere ich Komplexität im System, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine sowie deren Gefahrenquellen und welche Optionen man zur Vermeidung hat. Abschnitt 3 zeigt uns, wie wir Gefahren erkennen und welche Techniken einem zur Verfügung stehen. Diese Techniken sind unter anderem Vorwärts- und Rückwärtssuche und implementieren sich zum Beispiel in einer Fehlerbaumanalyse oder einer Ereignisbaumanalyse. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Sicherheit ist oft ein begrenzender Faktor der Funktion eines Systems. Es muss ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Funktion gefunden werden, sodass das System seine Aufgabe erfüllen kann. Bei einem System strebt man Verlässlichkeit an, welche auf 5 Säulen gebaut ist. Diese sind: Sicherheit, soll heißen keine Gefahr, keine katastrophalen Folgen; Zuverlässigkeit, also Kontinuität beim Ausführen der Arbeit; Verfügbarkeit, dass das System bereit für die Arbeit ist; sowie Vertraulichkeit und Integrität. Diese spielen aber bei Maschinen im Zusammenhang der Sicherheit keine Rolle. Wichtig ist, dass ein System bei Fehlern oder Ausnahmen seine Funktion möglichst weiterhin zur Verfügung stellt. Falls dies nicht möglich ist, muss das System in einen sicheren Haltezustand gebracht werden. Was zum Beispiel in der Luftfahrt nicht möglich ist: tritt ein Fehler während des Fluges ein, so kann das Flugzeug nicht einfach halten. Es muss so lange funktionsfähig bleiben, bis es landen kann. Von Gefahr, auch Hazard genannt, spricht man, wenn eine potenzielle Bedrohung für Mensch und Umgebung besteht. Diese Bedrohungen haben viele Quellen, so zum Beispiel elektrische, thermische oder chemische. Es ist uns nie möglich, alle möglichen Gefahren zu erkennen. Dies bedeutet, dass in jedem System eine Gefahr bleibt. Diesem Risiko muss man sich bewusst sein und abwägen, ab wann ist ein System sicher genug. Wir sprechen von einem Fehler oder auch Anomalie, wenn unerwünschte Resultate auftreten. Diese können von der Maschine, dem Bediener oder der Umgebung kommen. In der Abbildung sehen wir, dass Fehler überall auftreten können. Doch alle Komponenten haben verschiedene zeitabhängige Wahrscheinlichkeiten. Grobe Entwicklungsfehler oder Steuerfehler treten dabei bereits in den ersten Stunden der Betriebszeit auf, hingegen Verschleiß und Abnutzung erst sehr viel später. Wir klassifizieren Fehler in 3 Gruppen, nach Quelle, Art und Bereich. Dabei sind Entwicklungsfehler unerwartete Fehler, da sie im Normalfall schon beseitigt wurden. Beispiele für Entwicklungsfehler sind zu hohe Komplexität, schlechte Dokumentation oder schlecht ausgebildete Entwickler. Unter Laufzeitfehlern versteht man alles, was nachträglich im System auftritt, also zum Beispiel mechanische Abnutzung oder Bedienungsfehler. Permanente Fehler bleiben vorhanden, bis sie repariert werden, zum Beispiel eine klemmende Mechanik. Von sporadischen Fehlern spricht man, wenn die Fehler nicht reproduzierbar sind, wie etwa ein lockerer Kontakt. Und bedingte Fehler sind Fehler, die aus einer Abhängigkeit folgen, wie zum Beispiel die Vibration des Systems oder einwirkende Strahlung. Wenn wir Daten bzw. Werte erhalten, ist es auch wichtig, wann wir sie bekommen. So unterscheidet man Fehler in Wertebereich und Zeitbereich. Unaufgeforderte Fehler können zufällige Ereignisse sein. So könnte sich ein Ventil ohne sichtbaren Grund schließen oder öffnen. Ein Fehler sorgt natürlich nicht immer sofort für eine Störung. Er kann unerkannt bleiben und keinen Schaden anrichten oder aber verzögert zu einem Unfall führen. In der Grafik sehen wir, dass der grüne Normbereich des Systems recht schmal ist. Verlässt das System diesen Bereich, gibt es noch die Toleranz- und Korrekturmaßnahmen, hier in Gelb. Der Rest resultiert in einem Fehler, wie wir es vorher beschrieben haben. Die Grafik veranschaulicht nochmals, wie sich das System vom Eintreten der Störung bis zum Unfall verhalten kann. Wir sprechen hier auch von einer Latenzzeit. Schauen wir uns nun die Fehlerfortpflanzung an. Anomalien in kleinen Modulen können sich durch das System fortsetzen, bis ganze Module ausfallen, bis hin sogar zur gesamten Anlage. Hier sehen wir, wie ein Fehler in einem Teil der Submodule auftritt und sich in der Modulhierarchie fortpflanzt. Hierbei setzen sich Fehler auch im Datenfluss der Module fort. In dieser Abbildung sieht man, wie der Fehler sich durch das Verwenden fehlerhafter Daten immer weiter ausbreitet. Damit es gar nicht erst zu einem Unfall kommt, muss das System so entwickelt werden, dass es Anomalien abfangen und bearbeiten kann. Dabei ist es nicht immer nötig, die Fehler direkt zu behandeln. Wie bereits gesagt, reicht es oft aus, das System in einen Haltezustand zu bringen. Fehler werden wie folgt behandelt. Ein Fehler tritt ein, der Fehler wird erkannt und gemeldet, um andere Module zu warnen. Danach wird er eingegrenzt, damit er sich nicht weiter verbreiten kann.
Nachdem alle fehlerhaften Module erkannt sind, wird der Ursprung sowie die Folgen behandelt und behoben. Dies erfolgt zum Beispiel durch Recovery. Zum Schluss soll das System seine Arbeit wieder aufnehmen. Hier sehen wir, was passiert, wenn wir keine geeigneten Fehlerbehandlungen haben. Aus dem Betrieb bewegen wir uns zum Fehlerbereich. Wir haben wie gesagt keine Fehlerbehandlung, also gehen wir weiter und legen nun dem Glück alles weitere in die Hände. Im Worst-Case-Fall kommt es zu einem Unfall. Mit ein wenig Glück haben wir nur einen Systemausfall zu befürchten und sollte der Fehler im unwahrscheinlichsten Fall keine Folgen mit sich bringen, so arbeitet das System normal weiter. Ein Beispiel für einen solchen Fehler wäre ein Bitkipper in einer Speicherzelle, von dem man im Moment nicht mehr liest und später neu überschrieben wird. Um Fehler zu erkennen, sollten besonders kritische Module durch Redundanz und Prüfmechanismen geschützt werden. Problematisch dabei ist, dass gerade tiefe Module in der Hierarchie nicht direkt einen Fehler feststellen können, sondern eher die übergeordneten. Am besten ist es, das Problem so früh wie möglich zu erkennen, um eine Korrektur vornehmen zu können. Um nun konkret prüfen zu können, ob ein Fehler vorliegt oder nicht, braucht man Referenz, auf die man sich beziehen kann. Und dafür verwenden wir Redundanz. Dabei darf man aber nicht immer einen direkten Vergleich von Werten durchführen. Man muss Toleranzen berücksichtigen, und zwar in den Werten, der Zeit, wann sie gelesen wurde, und bei digitalen Systemen auch auf die Verschiebung der Taktzyklen, wann der Vergleich verarbeitet wird. Beim Erkennen von Anomalien unterscheiden wir zwischen reagierend, also warten, bis ein Fehler auftritt, und agierend, entsprechend aktiv das System oder Teilmodule nach Fehlern prüfen. In der Praxis hat man meistens eine Kombination beider Varianten. Zum Beispiel Sensoren melden unerwartete Werte und es wird nach Bitkippern im Speicher gesucht. Allgemein kann die Fehlertoleranz in 6 Stufen eingeteilt werden. 0. Keine Fehlertoleranz. Es gibt Schwachstellen an kritischen Funktionen, die zu einem Systemausfall führen können. 1. Erhalten der kritischen Funktionen. Die kritischen Funktionen sind gesichert, dafür sind die nicht kritischen Funktionen ungesichert. 2. Degradierung. Kritische Funktionen bleiben immer erhalten und die nicht kritischen fallen nie vollständig aus, sondern werden höchstens in ihrer Funktion begrenzt. 3. Temporale Degradierung. Verhält sich temporär wie 1 und 2, solange das System einen Recovery durchführt und sich konfiguriert. 4. Vollständige Fehlertoleranz. Trotz Fehlern läuft das System temporär weiter bis zu einer bestimmten Zeit, zum Beispiel Wartungspausen. Es arbeitet immer korrekt und hat keine Schwachstellen. Alle Module sind mehrfach vorhanden und sind physikalisch getrennt. Es rekonfiguriert sich selbstständig und schaltet fehlerhafte Module ab. Dies geschieht so schnell, dass Anomalien nicht auffallen. 5. Nonstop. Funktioniert wie 4. Doch es muss während der Laufzeit möglich sein, alle Module auszutauschen und das ohne Wartungspause. Wenn ein System nicht repariert werden kann, wie bei Satelliten, muss das System in der Lage sein, soweit es geht, mit den vorhandenen Modulen zu arbeiten. Im Moment gehen wir immer davon aus, dass nur eine Anomalie auftritt. Doch was ist, wenn verschiedene Module gleichzeitig betroffen sind oder schlimmer, redundante Module? Dafür teilt man Systeme in Robustheitsgrade ein. Es gibt an, wie viele Fehler ein System gleichzeitig verarbeiten kann, bevor es in der Stufe der Fehlertoleranz abrutscht und nicht mehr die ursprünglichen Standards hat. Wir haben schon öfter den Begriff Recovery verwendet. Es wird Zeit, genauer darauf einzugehen. Wenn wir ein Modul rekonfigurieren, wird dies aus dem System ausgekoppelt. Wollen wir das Modul nun wieder einbinden, so führen wir ein Recovery durch und dafür stehen uns 2 Varianten zur Verfügung. Backward Recovery und Forward Recovery. Bei der Backward Recovery wird das System auf den zuletzt gespeicherten fehlerfreien Zustand gebracht und setzt ab diesem Checkpoint den Betrieb fort. Dies gilt primär nur in nicht physikalischen Systemen. Und es wird zusätzlich schwerer, einen globalen Checkpoint zu finden, wenn das System mehrere Prozessoren hat. Forward Recovery versucht, das System in einen Normalzustand zu bringen. Dabei benutzt es die aktuellen Zustände, die das System noch hat, und errechnet aus den nicht fehlerhaften Werten den nächsten Zustand. Als letztes in den Grundlagen gehen wir auf den Begriff Redundanz genauer ein. Wie wir schon festgestellt haben, kann man einfach die Module in mehrfacher Ausführung installieren. Doch dies steigert ab einem gewissen Grad mehr die Komplexität, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Ausfall auftritt. Der Schlüssel zu einer hohen Fehlertoleranz liegt in einem möglichst minimalen Redundanzgrad sowie in einer indirekten Redundanz. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wenn man Beschleunigungssensoren, Geschwindigkeitssensoren und Zeitmesser hat, so kann man je mit 2 dieser Werte den dritten berechnen. Auch kann man Plausibilitätsprüfungen durchführen und so unrealistische Sprünge feststellen. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass Messfehler sich aufaddieren können. Die Abbildung zeigt, dass während der Sensor defekt ist, die Fehlertoleranz bedeutend größer sein muss, da der Wert nur geschätzt ist und nicht unbedingt dem exakten Wert entspricht.
Wenn man nun die nicht günstige und unsichere Variante der homogenen Redundanz, also das gleiche Modul mehrfach vorhanden, wählt, sondern man möchte die Redundanz so verschieden wie möglich haben. Als Beispiel dafür ein Tank, dessen Füllstand wir erfassen möchten. Dies können wir über ein Druckmesser unten im Tank erreichen und oben ein Radar. Dabei müssen wir natürlich die Werte umrechnen, so dass man sie vergleichen kann. Nach den Grundlagen beginnen wir nun mit der Konzeption von Systemen. Schon hier muss die Sicherheit eine große Rolle spielen. Dies erreichen wir vor allem mit dem Grundsatz, die Komplexität möglichst gering zu halten. Hier sieht man, dass wenn wir 100% der verfügbaren Hardware nutzen wollen, wir zu Beginn nur wenig investieren müssen. Je näher wir den 100% kommen, desto aufwendiger wird das System. Und dieser Aufwand bedeutet, dass es teurer wird und eine längere Entwicklungszeit hat. Diese Zeichnung zeigt, wie ein einfaches Problem überdimensioniert werden kann. Statt einem einfachen Überdruckventil wird ein gigantischer Mechanismus in Gang gebracht. Dies ist zu vergleichen in der Realität mit dem Problem, ob es immer ein kompletter Rechner sein muss oder ob es nicht auch ein einfacher Steuerchip tun würde, der durch seine geringere Komplexität sicherer ist. Beziehen wir nun den wohl wichtigsten Faktor in die Konzeption mit ein, den Mensch. Wie wir sehen, steht der Mensch, die Maschine und die Umwelt in einer Wechselwirkung zueinander und jeder kann die Sicherheit des Systems bedrohen. Doch nur der Mensch und die Maschine lassen sich dabei zur Verantwortung ziehen. Die Befehle des Benutzers sollen im Normalbetrieb auch mit kleineren Tippfehlern oder Ungenauigkeiten angenommen werden. Doch im kritischen Fall müssen präzise Befehle und genaue Eingaben erfolgen. Zur Sicherheit kann man nachfragen, ob die Werte korrekt sind. Doch man kennt es aus dem Alltag, man drückt sehr schnell Ja, ohne genau auf die Eingabe nochmal zu achten. Dies kommt aus einer gewissen Routine. Man kann Eingaben auch doppelt verlangen, doch dies ist in kritischen Momenten gefährlich und sollte mit Vorsicht genossen werden. Wieder ist eine gute Balance wichtig für den Erfolg des Systems. Da wir nun wissen, wie wir den System Informationen geben können, schauen wir, was wir von Systemen erhalten können. Im Prinzip sind das drei Gruppen: Alarme, Wertemonitore und eine Rückkopplung der Operationsbefehle. Bei Alarmen sollte man aufpassen, dass sie den Benutzer nicht überfordern und in Hektik bringen. Sie sollten geordnet und übersichtlich sein, schließlich sollen sie dem Benutzer helfen. Wertemonitore zeigen den aktuellen Zustand des Systems. So kann der Benutzer schon ungewöhnliche Werte erkennen, bevor es zu einem Alarm kommen kann und gegebenenfalls gegensteuern. Unter Rückkopplung versteht man, dass das System dem Benutzer mitteilt, dass es einen Befehl erhalten hat und diesen auch verarbeitet. Menschen und Maschinen haben ihre Vor- und Nachteile. Der Mensch macht Fehler, löst aber mit Intuition, Erfahrung und Kreativität unvorhersehbare Situationen besser als die effiziente, logische und routinierte Maschine. Diese Grafik zeigt, dass der Mensch und die Maschine sich sehr gut ergänzen, doch beide müssen sich gegenseitig kontrollieren und nie blind vertrauen. Auch die Zusammenarbeit des Team Mensch und Maschine kann in 6 Stufen unterteilt werden. 0. Alles wird von Menschen manuell gesteuert. 1. Die Maschine liefert bei Bedarf Informationen über das System. 2. Es werden dem Menschen aufbereitete Informationen und Handlungen vorgelegt und er muss auf deren Basis eine Entscheidung fällen. 3. Die Maschine läuft automatisch und der Mensch ist nur als überwachendes Organ vorhanden und kann notfalls Maßnahmen einleiten. 4. Der Mensch wird nicht mehr gefragt und hat nur noch einen beobachtenden Posten. Das System ist autonom. 5. Die Maschine arbeitet völlig autark. Es bedarf keine menschlichen Einflüsse mehr, selbst in Störfällen. Gefährlich hierbei sind vor allem die Stufen 0 und 5, da eben die angesprochene Synergie zwischen Mensch und Maschine nicht existent ist. Bei Stufen 1 und 2 liegt die Kontrolle noch beim Mensch, doch bei 3 und 4 hat die Maschine das Sagen, aber zumindest nicht das letzte Wort. Für ein komplexes System bietet sich die Stufe 3 an, solange die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine stimmt. Stimmt diese Schnittstelle nicht, so kann es zu Bedienungsfehlern kommen. In Zeitungen und Berichten liest man oft, dass die Unfallursache auf menschliches Versagen zurückzuführen ist. Das Problem ist, dass diese Berichte nur erstellt werden, wenn es zu einem Unglück kommt. Sie sagen nicht, wie oft der Benutzer eins abgewendet hat. Weiter ist es doch einfacher für den Betreiber zu sagen, es sei ein Bedienungsfehler gewesen, als ein Problem mit der Maschine selbst zuzugeben. In vielen Fällen wurde es dem Benutzer durch schlecht konzipierte Systeme erschwert, seine Arbeit auszuführen. Viele Faktoren haben wir davon bereits kennengelernt, so zum Beispiel, dass es kaum Zeit zum Reagieren gab, da der Fehler viel zu spät bemerkt wurde, oder Alarmsirenen und unübersichtliche Anzeigen ein schnelles Handeln verhinderten. Auch ein zu komplexes Bedienen oder eine veraltete Dokumentation des Systems helfen nicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein sehr grober Fehler sind ungewollte Umgebungen. Das Bild zeigt diese Anzeige im Normalfall und im Notbetrieb.
Solche Kleinigkeiten können große Konsequenzen mit sich ziehen. Natürlich ist dies nicht immer der Fall und soll nicht als allgemeingültige Entschuldigung gelten. Wir erinnern uns, Menschen machen Fehler. Doch man sollte überlegen, wie man dem Menschen entgegenkommen kann, um dieses Versagen möglichst zu vermeiden. So soll der Benutzer gut ausgebildet sein und auch die Entwickler des Systems müssen immer daran denken, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine stimmen muss. Sie bilden ein Team, welches zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Kommen wir nun zu den Gefahren. Wir wissen aus den Grundlagen bereits, was Gefahren sind. Jetzt beschäftigen wir uns mit, wie wir Gefahren erkennen können. Allgemein, um Gefahren zu erkennen, hat man die Möglichkeit, im Entwicklungsprozess eine Gefahrenanalyse vorzunehmen. Am besten bereits von Beginn an, wie wir hier sehen. In jedem Schritt der Entwicklung soll eine Gefahrenanalyse vorgenommen werden, in der man prüft, was für Gefahren bestehen können. Dabei ist egal, wie absurd die Idee ist, was möglich ist, wird passieren. So lautet die Devise. Wenn man geringe Wahrscheinlichkeiten ignoriert, kann dies große Folgen haben. Ein Problem vor allen Dingen ist, dass meist nicht nur eine Ursache vorliegt, die zu einer Gefahr führen kann, sondern oft sind es mehrere Gegebenheiten, die erst im Zusammenspiel gefährlich werden. Und diese Kombinationen müssen berücksichtigt werden, was bei großen Systemen schon in die Milliarden gehen kann. Natürlich kann man nicht alle abdecken, doch hier ist gesunder Menschenverstand gefragt, ab wann man sich sicher genug fühlt. Analysetechniken lassen sich unter anderem in Vorwärts- und Rückwärtssuche, Top-Down- und Bottom-Up-Suche aufteilen. Die konkret verwendeten Diagramme sind Ereignisbaumanalyse, Fehlerbaumanalyse, Ursachen-Wirkungsanalyse und Ausfallarten- und Wirkungsanalyse. Schauen wir uns die Vorwärtssuche an. Wir sehen, dass wir von einem Ereignis ausgehen und ermitteln mit Hilfe der Diagramme, welche Folgen in dem System daraus entstehen können. Bei der Rückwärtssuche arbeiten wir, wie der Name schon sagt, genau andersherum. Wir haben ein Event und schauen, wie es dazu kommen konnte und was für Auslöser dafür verantwortlich waren. Wir wissen bereits aus dieser Grafik, wie sich Fehler fortpflanzen. Und genau dies können wir bei Bottom-Up-Suche verwenden und überlegen, welche Module betroffen sein können. Dies ist sehr aufwendig und hat weitere Nachteile, zum Beispiel, dass man keine Kombination von Ausfällen berücksichtigen kann. Andersherum, bei Top-Down, schauen wir, welche Gefahren auf jeder Ebene existieren und was für Folgen diese haben können. Im Folgenden nehmen wir als Beispiel ein Schiff, welches einen Stoß abbekommen hat, und analysieren, was passieren kann. Bei der Ereignisbaumanalyse betrachten wir den Stoß als auslösendes Event. Wir arbeiten uns nun vorwärts durch die möglichen Ereignisse und zweigen dabei immer in zwei Richtungen ab, nach oben für erfolgreichen Schutz und nach unten für dessen Versagen. Weiter wird auf den Zweigen die Wahrscheinlichkeit aufgetragen, dass die Situation auftritt. Das Aufmultiplizieren des durchlaufenden Pfades nennt man Markov-Kette und gibt die Gesamtwahrscheinlichkeit an. Gehen wir nun das Beispiel kurz durch. Ein Stoß trifft den Rumpf des Schiffes. In einem von 10 hoch minus 6 Fällen erhalten wir ein Leck, sonst nur eine Beule und alles ist gut. Im Fall eines Lecks schauen wir nun, ob die Pumpe arbeitet. Wenn ja, ist alles gut. Diese Pumpe fällt aber in einem von 10 hoch minus 3 Fällen aus und das Schiff wird sinken. Also haben wir eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9, dass das Schiff aufgrund eines Stoßes am Rumpf sinken wird. In diesem kleinen Beispiel bleibt der Baum noch übersichtlich, aber je komplexer die Situation ist, desto größer und unübersichtlicher ist die Analyse. Die Fehlerbaumanalyse geht den Weg genau andersherum und startet mit dem Worst Case, hier dem Sinken des Schiffs. Es werden verschiedene Formen verwendet, die mit einem logischen und oder einem logischen oder verknüpft werden. Diese Formen sind ein Kreis für elementare Ereignisse, ein Rechteck für Folgeereignisse und Rauten, deren Ursache nicht geklärt sind. Ausfallarten- und Wirkungsanalyse wird vor allen Dingen in späteren Entwicklungsstadien verwendet, um kritische Module zu betrachten, da man hier klassisch bottom-up arbeitet und schaut, welche Folgen in den Modulen auftreten. Zum Schluss hoffe ich, dass Sie einen einführenden Einblick in sichere und fehlertolerante Systeme gewinnen konnten, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.